Huhu, Leute, ich bin Flasher, willkommen zu Let's Play 4 Extraction Point. Bevor wir loslegen, muss ich noch ein paar Nachträge zur letzten Episode machen, denn ich habe mich informiert, ich wusste ja nicht, woher ich den Namen Leviathan kenne, denn so heißt er gerade das Level. Und zwar ist das in der christlich-jüdischen Mythologie eine alte Seeschlange. So eine Art aus, so eine Art Mischung aus Seeschlange, Drache und Wal und so, oder irgendwie sowas. Und ist halt eine alte mystische Figur im Prinzip, so eine Art Fabelwesen aus der christlichen Mythologie. Und das, was ich meinte mit irgendwas mit Literatur, woher ich den Namen daher kenne, das ist, es gibt nämlich eine Schrift von einem, ja, Politikwissenschaftler namens Thomas Hobbes, der hat nämlich eine Schrift über Staatsphilosophie gemacht und die hieß ebenfalls Leviathan. Nun, was hat das Ganze mit dem Level hier zu tun? Das habe ich auch nachgeguckt, warum das 4 Level hier ausgerechnet Leviathan heißt. Und wenn ihr euch an den letzten Part erinnert, wir haben ja in dieser Garage gegen diese zwei riesigen Roboter gekämpft, die mehr als 30 Raketen ausgehalten haben. Und die heißen REV-9 Leviathan, also REV-9 Leviathan. Und darum heißt das Level so, weil diese Monster, also diese großen Roboter so hießen. Naja, haben wir das also alles rausgefunden? Und wollen dann jetzt auch mal weiter gucken, was hier noch so kommt. Warum weglaufen? Sie können nichts entkommen, dessen Teil Sie waren, bevor Sie geboren wurden. Ach echt? Ich glaube schon. Das haben schon viele Menschen gemacht. Ihrer Vergangenheit, sind ihrer Vergangenheit entflohen. Aber hier bei uns ist das wahrscheinlich alles ein kleines bisschen schwieriger. Da wir ja so total krass telepathisch mit allen verbunden sind. Vor allem mit Alma, die ja der überkrasse Telepath ist. Und hier können wir uns wahrscheinlich schon wieder denken, was passieren wird. Ich gehe mal von etwas Gruseligem aus, hier in diesem Gang. Jetzt haben wir hier wieder Werbung für Dell, schön. Jetzt fängt es gleich an zu flackern bestimmt. Sie werden nicht kommen, stimmt's? Ich werde hier sterben, ganz allein. Ich will nicht mit denen sterben. Hä? Bist du doof, Jin-Sung-Kwon? Ich bin doch schon unterwegs. Sie werden nicht kommen, stimmt's? Jetzt verliere mal nicht den Mut. Jetzt bin ich schon so weit gekommen, um dich zu retten. Jetzt kannst du nicht kurz vorm Ziel aufgeben. Hier werden wir nochmal richtig ausgerüstet. Das ist natürlich für uns gut. Kann aber auch was wirklich Schlimmes... Ups, nee, das wollte ich nicht. Kann aber auch was wirklich Schlimmes bedeuten. Ich sammle mal alles ein, was man hier so findet. Und zwar da aber nichts mehr drin. Was ist hier noch? Auch nochmal Granaten ohne Ende. Habe ich jetzt aber voll. Rüstung kriegen wir hier auch nochmal und können hier was hören. John, was ist los? Ich kann niemanden erreichen. Oh ja, mal wieder so eine Nachricht. Geil. Naja, was haben wir denn für Waffen hier außerdem noch? Noch die Sniper und den Raketenwerfer. Na, das behalte ich mal alles und nehme mal nicht das ASP-Gewehr. Da haben wir sowieso auch gerade nur... Oh. Jetzt ruckelt es hier gerade irgendwie ein bisschen. Ah, da oben. Ja, den kann man, glaube ich, vorher wegholen. Genau, die ersten, die sterben ja immer relativ schnell. Das klappt ganz gut. Boah, den hat... Das war vielleicht ein leichter Overkill, was ich da gemacht habe. Brauche Verstärkung. Scheiße. Da seilen sich gerade welche ab. Wenn ich was sehen würde, wäre das echt top. Aber warum ist jetzt hier... Warum gehen meine Framepoints so weit runter? Das würde ich jetzt natürlich gerne wissen. Und hier muss aber noch einer... Da ist er doch. Also ich hatte nicht schon vorher auf mich geschossen, der Idiot. Naja, aber der ist tot. So, war's das jetzt dann vielleicht? Sieht ganz so aus. Okay, wir haben ein bisschen Schaden kassiert, aber nicht wirklich viel. Das geht alles noch. Ich lade mal alle Waffen nach. Das ist alles noch in Ordnung hier. Aber sobald ich in diesen Raum gehe, gehen die Framepoints runter. Und hier kriegen wir jetzt auch wieder den Laserkarabiner. Tun wir mal für den Raketenwerfer rein. Denke ich. Ja, ist in Ordnung. So, dann gucken wir mal, was wir hier alles noch so haben.
Auf jeden Fall waren wir jetzt gerade wieder in einem großen Raum. Hier gibt es bestimmt wieder einiges zu entdecken. Und ich hoffe einfach mal, dass nicht jetzt in jedem einzelnen Stockwerk über uns auch noch Gegner sind, die uns jetzt gleich beschießen. Aber ich denke mal nicht. Gerade bei so großen offenen Räumen will ich natürlich meine. Gut, da können wir schon mal nicht lang. Will ich natürlich meine Partikelwaffe, die ja so ziemlich das einzige Gewehr ist, was wir momentan haben, mit Zoom, will ich natürlich nicht wegpacken. Da kommen wir nicht rein, okay. Dann gehen, müssen wir bestimmt durch die Tür hier. Ne, okay, hier geht schon mal nicht weiter. Aber hier ist wenigstens noch mal Rüstung. Das ist schon mal gut. Ach, da müssen wir. Ah, wir müssen jetzt über das Gerüst hier, oder was? Er sieht fast so aus. Okay, ich habe mich gerade schon gewundert, wo es lang geht. Aber es geht über das Gerüst hier. Interessant. Und ich möchte möglichst schnell hier aus diesem Raum raus. Denn das mit dem Framepoint hier ist echt nicht schön. Aber hier scheinen sonst keine Gegner zu sein, was schon mal gut ist. Hier, das war der erste, den wir getötet haben. Der hatte auch das ASP-Gewehr. So, Checkpoint. Oh, okay. Nicht, dass jetzt hier Gegner kommen. Dadurch, dass hier ein Checkpoint war. Aber hier geht's schon mal nicht weiter. Ne, da müssen wir bestimmt da drüber springen. Ach du Scheiße. Okay. Und. Das hat schon mal geklappt. Da sind welche. Oh, die stehen alle richtig schön in einer Reihe. Auch wenn ich mich da leider wieder ein bisschen treffen lassen habe. Aber egal. Guck mal, ne, hier außen war sonst nichts weiter, oder? Doch, da ist eine Tür. Okay, dann gucken wir erstmal bei der Tür hier. Ah, die ist zu. Okay, alles klar. Alles klar. Dann müssen wir hier wohl weiter. Und diese Tür ist auch zu. Gut, dann gibt es nur einen Weg. Was natürlich gut ist für uns. Vorsichtig, immer vorsichtig. Es sind jetzt hier übrigens Elite-Replika-Soldaten. Die habe ich auch letztens mal nachgeguckt. Das sind keine normalen, die halten auch ein bisschen mehr aus. Und die halten sogar auch einen Schuss, also die überleben sogar einen Schuss mit der Partikelwaffe, wenn man den nicht in den Kopf schießt. Also wenn man in den Kopf schießt, sind die auch nach einem tot. Aber sonst überleben die auch einen. Oh, hi. Ah, sie hilft mir wieder, hat gesagt, ich soll mich beeilen. Wahrscheinlich, weil ich ja Jinsun Kwon retten soll. Wie doof standen die denn hier? In die falsche Richtung guckend. Ach, bestimmt, weil die denken, man kommt hier durch die. Ach so, ah, okay. Nee, oder? Hä? Warum haben die denn falsch geguckt? Na, egal. Da drücken wir gleich. Erst gucken wir nochmal. Ach so, ist zu, alles klar. So, dann müssen wir wahrscheinlich hier drücken. Ja, Jinsun Kwon geht's ja nicht so gut. Sie hat ja schon gesagt, oh, werden sie mich überhaupt retten? Kommen sie überhaupt? Bla bla bla. Und die hatte halt schon Schiss, dass wir sie vergessen haben. Dass wir gar nicht kommen und sie alleine sterben wird. Und weil sie wahrscheinlich kurz davor ist zu sterben, hat jetzt Alma gesagt, wir sollen uns beeilen. Alles klar. Aufklärung. Aber wie schnell der reagiert hat, ist ja krass. Oh nö. Was nehmen wir denn da? Haben wir hier irgendwas? Ah, wir haben den Laserkarabiner. Top Sache. Aber vorher schmeißen wir noch mal. Aua. Oh, scheiße, der hat die Partikelwaffe, ey. Na, so eine Kacke. Ach, jetzt sehe ich wieder nichts. Gut, warten wir noch mal kurz. Erstens bis sich der Staub verzogen hat und zweitens bis mein Slow Motion wieder da ist und dann können wir, denke ich, hingehen und das viel weglegen. Boah, fuck, macht der viel Schaden. Das war fies, dass der die Partikelwaffe hatte. Das ist natürlich echt böse, aber egal, wir kriegen hier wieder ein bisschen Sachen zum Aufladen. Gut. Zum Glück hatte ich den Laserkarabiner unten aufgehoben, weil der scheint ganz effektiv gegen die hier zu sein. Und wir kriegen wieder ein paar Schuss mehr für die Partikelwaffe. So. Oh, und wir kommen einen Stock höher. Ach, jetzt müssen wir uns durch das ganze Scheißhaus hier kämpfen, oder was? Oh, ist das nervig.
musste erstmal nochmal alles nachladen, denn jetzt gibt's bestimmt wieder Sniper-Action hier. Obwohl, hier noch nicht. Ich dachte, wir sind jetzt schon wieder in diesem Hauptgang. Sind wir aber nicht. Obwohl es hier schon wieder ziemlich nach Ninjas aussieht. Was nehmen wir denn dann mal? Die Laserknarre, okay. Ninjas. Seid ihr hier? Nein. Keine Ninjas. Das ist schon mal gut. Alles einsammeln, okay. Und weiter geht's. Tempo. Jetzt hat uns Jankowski gesagt, wir sollen Tempo machen. Also Jankowski scheint auch immer noch auf unserer Seite zu sein, obwohl er ja so ein Geist ist, scheint er immer noch zu uns zu gehören und sagt uns auch, wir sollen uns beeilen. Das heißt, wir müssen wirklich jetzt schnell zu Jin Sung Kwon kommen, wenn wir die noch retten wollen. Jenny, hier ist John. Bleib, wo du bist. Ich komm zu dir. Aha. Hat Jenny wahrscheinlich nicht gemacht, denn sie ist hier nicht mehr. Sonst hätte ich sie jetzt eventuell sogar retten können. So, jetzt kommen wir aber bestimmt wieder in den... Genau, jetzt kommen wir wieder hier hin. Obwohl, den ersten, den können wir ja auch so töten. Die sterben ja immer total schnell, wie ihr seht. Aber alle anderen müssen wir jetzt so töten. Möglichst immer mit Kopfschuss. Denn Kopfschuss tötet, wie gesagt, auch Elite-Soldaten mit einem Schuss. Aber das war's, so wie es aussieht schon. Die haben sich überhaupt nicht gewundert, dass ihre Leute sich da in blutige Fetzen, blutige Wolken und Skelette aufgelöst haben. Sondern standen dann einfach so rum oder ich war einfach zu schnell und so schnell konnten die gar nicht reagieren. Was hatten sie für Waffen? Okay, nichts Außergewöhnliches, aber besser als nichts. Und der hatte auch eine Partikelwaffe, sehr gut. Das heißt, wir haben unsere Munition, die wir gerade verbraucht haben, wieder drin. Hier könnten wir rein theoretisch und hier nicht, alles klar. Dann geht's jetzt hier rein. Oh. Ach, guck mal, Silent Hills bald sind auch wieder da. Bald haben sie keine Wahl mehr. Bald kommt die Zeit, da sie nicht mehr weglaufen können. Sollen wir mal draufschießen auf so ein Silent Hill? Haben wir noch nie gemacht, oder? Okay, stört den... Ach, die Tür hinter mir ist weg. Stört den jetzt nicht unbedingt, diesen Silent Hill. Ah, und da haben wir so ein Portal, wo wir reingehen, wo wir dann wahrscheinlich in die nächste Station dieses Traumes hier kommen, dieser Parallelwelt. Aber ich gucke erstmal, was wir sonst noch so haben. Nicht, dass hier sonst eventuell noch was anderes ist. Da haben... Wow, okay. Da war gerade Jin Sung Kwon. Wären wir vielleicht doch lieber mal erst in diesen Traumorb da gegangen, bevor wir hier lang sind. Dann wären wir vielleicht nicht angegriffen worden. Aber Jin Sung Kwon ist hier lang gelaufen. Ah, das ist vielleicht sogar auch ein Rätsel hier. Wir haben jetzt hier die Wahl zwischen drei Portalen. Keine Ahnung, was man macht, wenn man ins Falsche geht oder ob es egal ist. Aber da Jin Sung Kwon in dieses gelaufen ist, werde ich auch einfach mal in dieses laufen. Vielleicht ist das der entscheidende Hinweis, den man hier gehen muss, weil die anderen beiden bringen einen um und genau das ist das Richtige, keine Ahnung. Aber ich gehe einfach mal in dieses hier und bin in irgendeinem... Oh, scheiße. Das war gar nicht gut. Ich weiß nicht, ob man es jetzt im Let's Play gehört hat, aber man hat eine Frau schreien gehört. Achso, ich war jetzt genau in diesem Büro da. Man hat eine Frau schreien gehört. Das könnte Jin Sung Kwon gewesen sein. Was natürlich mega scheiße wäre. Aber wir folgen ihr einfach mal. Auf jeden Fall ist das hier schon mal nicht gut, dass jetzt... Dass wir gerade wirklich, und das war wirklich schmerzerfüllte Schreie waren das. Und zwar richtig schmerzerfüllt. Und hier sind Silent... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das hier ist Jin Sung Kwon. Ih, guck dir mal, die Lippen von der sind weg und man sieht direkt ihre Zähne. Tja, Leute, das ist jetzt... Die nächste traurige Sache hier in diesem Spiel, Jin Sung Kwon ist tot. Puh, ja. Wir sind also auch für sie zu spät gekommen. Wir waren direkt hinter ihr, wir haben es ja gesehen, aber... Und wir haben noch ihre Schreie gehört und direkt vor uns wurde sie von diesen Silent Hills, die hier waren, leider getötet.
Das heißt, in diesem Spiel stirbt echt jeder, den man kennt. Es gibt niemanden außer die Hauptperson, die hier überlebt, wirklich alle anderen sterben. Das finde ich schon krass, dass wirklich jeder einfach in diesem Spiel stirbt. Und sogar unsere forensische Assistentin oder Expertin Jin-Sun Kwon, die von Anfang an dabei war. Tja, blöd. Das heißt, wir sind jetzt wirklich komplett alleine und müssen ganz alleine weitermachen. Und ich glaube, das ist auch... Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher. Das könnte aber die erste richtige Stelle sein, wo sich hier die beiden Zeitlinien unterscheiden. Also wohl hier die... Wir spielen ja gerade die Vivendi-Zeitlinie und 4-2 macht ja in der Monolith-Zeitlinie weiter. Ich glaube, das ist so der erste Punkt, wo die sich richtig unterscheiden, denn ich bin mir nicht sicher, aber ich meine mal gelesen oder gehört zu haben, dass Jin-Sun Kwon in 4-2 noch lebt. Oder dass sie da zumindest überlebt hat. Und das kann, glaube ich, die erste Szene sein, wo sich diese beiden Sachen unterscheiden. Diese beiden Zeitlinien. Hier ist auf jeden Fall Jin-Sun Kwon definitiv tot. Genauso wie Holiday. Aber wie jetzt da gerade alles drin leckt und sich festbackt. Ich versuche das mal umzuschmeißen, damit die Dinger da rauskommen. Aber es geht nicht. Na, dann müssen wir jetzt damit leben. Und wir machen mal weiter. Das ist zu... Die Türen überwachen. Alles klar, dann überwacht mal die Türen. Obwohl, den ersten töten wir wieder so. Das ist natürlich die Frage, sind die auf meiner Seite? Oh, die sind da oben. Oder sind die auf der anderen Seite? Alles klar, die sind also einen Stock höher. Dann nehmen wir doch einfach die Knarre hier. Was soll der Geiz? Mann, gehen die immer zu. Achso, das ist gar keiner da. Aber da oben müsste definitiv noch einer sein, theoretisch. Da oben ist einer. Zack. Das können doch nicht nur zwei gewesen sein, sag ich doch. Der hat da die ganze Zeit gewartet, der Penner. So ein Arsch. Hat er da auf uns gewartet. Aber sie hat's zerrissen, die Gegner. Das heißt, wir laden uns jetzt hier nochmal schnell auf. Mehr gab's hier aber nicht zum Einsammeln. Okay. Gut, so viel Rüstung haben wir jetzt auch nicht verloren. Gerade mal 9 Rüstungen. Aber trotzdem gucken wir hier nochmal. Nee. Ja, und... Gut, wir sind zu spät gekommen. Ich hatte zwar eigentlich gedacht, dass Jin-Sun Kwon zum Hospital, also zum Memorial Hospital gegangen ist, dass wir erst im Krankenhaus auf sie treffen. Die Tür geht schon mal auf. Dass wir erst im Krankenhaus auf sie treffen und nicht schon hier in irgendeinem anderen Scheißgebäude. Aber, oh, es gehen sogar beide Türen auf. Das ist interessant. Da oben ist einer. Der ist tot. Überprüf das. Hier wäre vielleicht auch die Sniper nicht schlecht gewesen. Zumindest für den da hinten. Der steht da so kacke. Und der hatte vor allem den Laserkarabiner. Das ist ein Elite, den muss man in den Kopf schießen, sonst sterben die nicht. Und Turrets. Alle klar. Aber da oben scheinen jetzt alle tot zu sein. Denke ich mal. Das heißt, jetzt sind noch die Turrets da. Nee, es ist immer nur einer da. Sogar ein Elite. Aber der konnte nicht viel machen und wurde direkt zerfetzt. So, dann sind die jetzt hoffentlich alle tot. Und da ist das Turret. Alles klar. Lebt immer noch? Wie hätten das überlebt? Keine Ahnung. Aber jetzt ist es kaputt. Und es hatte nicht mehr viel. Sehr gut. So, und hier wären wir wahrscheinlich dann durch die andere Tür gekommen, oder? Genau. Also es ist eigentlich scheißegal, durch welche Tür man geht, aber hier wären auf der Seite mehr Gegner gewesen, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt gerade. Naja. So. Da hinten habe ich gerade noch ein Telefon blinken gesehen, genau. Nach da oben kommen wir gerade nicht, nach da. Hi, Süßig.
Ich wollte mich nur mal melden. Die Explosion kam in den Nachrichten. Überall. Und ich wollte wissen, ob es dir gut geht. Hier an dem Platz scheint eine Süße gearbeitet zu haben. War bestimmt Sitzen-LP, die hier bei Armokim gearbeitet hat. Denn das wird ja passen. Naja. So. Hier sind wir also fertig. Und jetzt geht's rüber in ein anderes Gebäude. Aha. Bevor wir das machen, würde ich sagen, machen wir aber hier eine Pause, denn mein Wecker hat genau jetzt gerade geklingelt und darum ist das, glaube ich, hier gerade wirklich ein guter Zeitpunkt. Also ich muss sagen, in diesem Let's Plays passt das echt immer gut. Gerade wenn wir große Kämpfe hinter uns haben und es wirklich so aussieht, als ob es in einen neuen Abschnitt geht, klingelt mein Wecker und der Part ist zu Ende. Naja, dann sage ich für heute Tschüss und wir sehen uns morgen wieder. Ciao, Leute.